Online-Geld verdienen, schön die dicken Moppen machen. Guck mal, man stellt sich das so einfach vor. Man hat diesen Fuffi, pass auf, und der Fuffi wird immer mehr, wenn man online arbeitet. Oh, guck, guck, was passiert. Guck, pass gut auf. Richtig Asche machen, ne? Du kennst das. Aber was sind heute 50 Euro? Gar nichts. Ich habe ein paar Dinge zusammengestellt für dich, wie man online Geld verdienen kann. Was kannst du machen, was kannst du tun, um online Geld zu verdienen? Jetzt werden wir ganz kurz mal ein bisschen seriöser. Weil, was ich damit sagen wollte eben, die meisten Leute haben das Gefühl, das Geld fließt einem so zu. Ich habe einfach mal ein paar Möglichkeiten zusammengestellt, von klein, mittel bis groß, wie du online Geld verdienen kannst. Schau dir alle Möglichkeiten an, von Anfang bis Ende. Und dann kriegst du so eine schöne Gefühl dafür, was vielleicht für dich das Richtige ist. Wir fangen mit was ganz Simplem an. Du kannst online ganz simpel und einfach an Umfragen teilnehmen. Das heißt, es gibt bestimmte Marktforschungsinstitute, wo du Umfragen machen kannst. Und für diese Umfragen wirst du entlohnt. Diese Umfragen können natürlich sehr, sehr unterschiedlich sein. Also es gibt kleine Umfragen, da musst du drei Fragen beantworten. Und es gibt Umfragen, die dauern eine Stunde, musst deine Webcam anmachen oder machst ein Tiefeninterview. Aber es gibt auch Umfragen und Befragungen, wo du wirklich mehr als 2 Euro bekommst und dir so ein bisschen was dazu verdienen kannst. Gerade wenn du dann ein bisschen Zeit hast. Das ist natürlich nichts, mit dem man jetzt reich wird. Aber wenn du sagst, hey, hier, da mal ein 20, da mal ein 20, da mal ein 20, das läppert sich, ne? Meine Oma hat früher immer gesagt, 20 Euro haben und nicht haben sind 40 Euro. Ne? Also von daher nach Adam Riese. Zweite Möglichkeit, du kannst Produkttester werden. Das heißt, du kannst dich bei bestimmten Firmen bewerben, vorstellen und kannst diesen Firmen sagen, okay, pass mal auf, ich möchte eure Produkte testen. Das heißt, du kriegst diese Produkte teilweise nach Hause geschickt, manchmal kann es auch ein digitales Produkt sein und du schaust dir das Produkt an. Du schreibst dann zu diesem Produkt meistens am Ende ein Feedback, eine Rezension, eine Bewertung, wie auch immer wir das nennen und gibst deine ehrliche Meinung zu diesem Produkt ab. Und wenn du diesen Produkttest dann umfassend abgeschlossen hast, bekommst du ebenfalls dafür eine Entlohnung. Auch das ist jetzt nichts, mit dem man reich wird, aber eine Möglichkeit, wenn du jetzt gerade auch Schüler und Student bist oder was auch immer, oder einfach sagst, hey, hier, ich verdiene meinem Job nicht so viel, gut, da kannst du dich auch bei uns bewerben, aber dann kannst du da halt auch noch mal ein bisschen was machen. Dritte Möglichkeit. Klingt jetzt schon ein bisschen intensiver, und zwar Online-Kurse verkaufen, also Kurse online anbieten zu bestimmten Themen. Jetzt haben viele Leute immer das Gefühl, boah, das ist so richtig krass anstrengend. Das ist so richtig krass schwierig. Das ist es aber nicht. Weil wenn du von einem bestimmten Thema Ahnung hast, und das ist meistens die Competition, diese Ahnung in Videos zu komprimieren, ist meistens gar nicht so eine große Arbeit. Klar, kann das so wie wir jetzt hier hochklassig gefilmt, externes Mikrofon, Licht etc. pp. Also du kannst da auch ingenieren. Du kannst dich aber rein theoretisch auch zu Hause mit deiner Webcam filmen. Also das heißt, wenn du deinen Laptop aufklappst und du sagst, okay, gut, mein Thema ist, wie du einen Waschbrettbauch bekommst, könntest du sagen, okay, erzähle ich einmal was über Ernährung, erzähle ich einmal was über Training, erzähle ich einmal was über die Physiologie des Bauches und mach einfach irgendwie 10 Kapitel zum Thema, wie man einen Waschbrettbauch kriegt und quatsche meine Webcam rein mit vernünftigem Ton. So. Natürlich geht alles das besser, aber es ist eine relativ simple Möglichkeit. Und dafür gibt es dann verschiedene Seiten, mit denen du das realisieren kannst. Also das heißt, auch da gar nicht so kompliziert. Wenn du ein Konto zum Beispiel bei Copecard, bei Digistore, bei Elopage oder wo auch immer hast, dann kannst du dorthin gehen, kannst ganz simpel und eine einfache Landingpage erstellen, also eine kleine Seite, wo du deinen Kurs promotest, wo Infos drauf sind und dann kann man über diese Anbieter deinen Kurs kaufen. Sagen wir mal, du verkaufst dann deinen Bauchmuskelkurs für 49 Euro. Auch das ist eigentlich überhaupt kein Hexenwerk. Du hast die Videos vorher aufgenommen, du stellst die Videos dann bei YouTube oder bei Vimeo rein. Du hast diesen Anbieter, über den man das verkauft. Und wenn jemand das gekauft hat, auch das machen wir mal technisch ganz, ganz einfach, schickst du demjenigen einfach die Zugangslinks zu diesen Videos per Mail. Alles kannst du nachher alles automatisieren. Aber kein großer Akt, am Anfang das mal auszuprobieren. Nächste Möglichkeit, wie du online Geld verdienen kannst, ist natürlich das Riesenthemenfeld Aktien, Trading und Krypto. Da könnten wir jetzt 6 Stunden drüber reden, da könnten wir 600 Videos zu machen, weil es da eben extreme Möglichkeiten gibt. Ich will an der Stelle aber mal auf eine Sache aufmerksam machen. Die meisten Leute haben so das Gefühl, okay, das geht so ganz easy. Ich kann ja mal mein Depot zeigen. Ich habe Zeiten gehabt, wo ich gesagt habe, boah, geil, ich mache nichts anderes mehr als Aktien.
Und ich habe Zeiten, so wie vielleicht jetzt, wo ich sage, boah Gott, ey, welcher Idiot hat mir eigentlich gesagt, dass ich was mit Aktien machen sollte. Und so ist es immer. So kannst du Leute fragen, die Bitcoins gekauft haben oder die was mit NFTs gemacht haben. Aber wenn du ein Thema hast, was du da spannend findest, dann macht es Sinn, sich da reinzufuchsen. Und die Zeit habe ich zum Beispiel nicht. Das heißt, ich source das aus an Leute, die hoffentlich mehr Ahnung haben als ich und die hoffentlich mehr Zeit damit verbringen. Aber wenn du dich damit intensiv auseinandersetzt, dann kannst du auch schon mit vermeintlich einem kleineren Startkapital anfangen, das kennenzulernen. Also gerade Traden ist kein Hexenwerk, wenn man es ein bisschen verstanden hat. Das heißt, man kann hingehen und kann sich Kurse dazu kaufen, kleine Kurse, die nicht teuer sind, fängt mit einem kleinen Betrag an und versucht erstmal für sich selber zu schauen, wie funktioniert das System, ohne dass man da jetzt direkt X, Y oder Z verlieren kann. Dasselbe betrifft Kryptowährungen, dasselbe betrifft NFTs, dasselbe betrifft den kompletten Aktienmarkt. Also man muss die Passion haben, sich da reinzufinden, wie bei allen Sachen. Und da ist es gilt auch wieder, das hier funktioniert da halt nicht. Sonst dann wird dein Geld relativ schnell wieder weg sein. Nächste Möglichkeit, ebenfalls selber genutzt, Amazon FBA. Amazon FBA heißt, du verkaufst deine Produkte bei Amazon und Amazon übernimmt für dich relativ simpel das Fulfillment. Also sagen wir mal, du würdest diese Kugelschreiber hier verkaufen. Du verkaufst jetzt hier diese Kugelschreiber, ganz simpel, auf Amazon. Und man kann die bei Amazon kaufen. Und wenn jemand diesen Kugelschreiber kauft, dann verschickt Amazon für dich diesen Kugelschreiber an die jeweilige Person, macht die Rechnungsstellung und so weiter und so weiter und so weiter. Wenn jemand sagt, der Kugelschreiber ist Schrott, der Kugelschreiber funktioniert nicht mehr, auch das läuft alles über Amazon. Das hat dazu geführt, dass es ja dieses System des Dropshippings gibt. Also, dass du zum Beispiel hingehst und irgendwo in Shenzhen, irgendwo in Asien Produkte sourced, kaufst und diese Produkte dann quasi zu Amazon versendet werden und von Amazon dann dort eben noch von mir aus gelabelt werden und dann verkauft. Das können die unterschiedlichsten Dinge sein. Also das heißt, du kannst dir hier auch den Markt auf Amazon sehr intensiv anschauen. Gibt es auch Tools, mit denen man das machen kann, wie zum Beispiel Jungle Scout, wo du dir anzeigen lassen kannst, wie oft wird welches Produkt bei Amazon denn verkauft, um ein Gefühl zu bekommen, wo ist die Nachfrage groß und wo sind die Anbieter aber vielleicht noch nicht so groß. Und das ist ja generell im Markt immer das Spannendste, wenn du auf der einen Seite eine hohe Nachfrage hast und auf der anderen Seite ein relativ geringes Angebot. Also wie wir das zum Beispiel jetzt gerade im Handwerksmarkt haben, wo du sagst, okay, ich muss relativ viel für einen Handwerker bezahlen. Also auch das ist eine Möglichkeit, sich aber vorher zu informieren und nicht nur Produkte zu verkaufen, die du selber magst, sondern Produkte zu verkaufen, die der Markt auch braucht. Nächste Möglichkeit, Affiliate Marketing. Affiliate Marketing bedeutet, dass du quasi Promotion für bestimmte Produkte machst und für diese Promotion dieser Produkte erhältst du bei Verkauf der Produkte durch die von dir generierten Leads oder Kontakte oder Interessenten eine Provision. Also das heißt, als Beispiel, ich würde jetzt diese Kugelschreiber verkaufen, du schickst irgendwelche Leute auf meine Seite, weil du Werbung geschaltet hast, weil du es deinen Freunden erzählt hast, keine Ahnung was, und die kaufen diesen Kugelschreiber, dann würdest du von mir quasi eine Provision bekommen. Das heißt, es gibt zum Beispiel auch bei diesen Seiten, von denen ich eben gesprochen habe, Copecard und Digistore, gibt es eigene Marktplätze. Das heißt, da kann man sich alle Produkte anschauen, man sieht alle Produkte, die dort zur Verfügung stehen und kann sich selber entscheiden, ob man die Produkte verkaufen möchte oder nicht. Anderes Beispiel, wir haben auch Produkte, wir haben digitale Produkte, wir haben Kurse, wir haben Systeme etc. pp. Und dann gibt es Leute, die machen dafür explizit Werbung, promoten das und halten darüber dann eine Provision. Manchmal kann das interessanter sein, als eigene Produkte auf den Markt zu bringen. Also wir haben Produkte, da bekommst du, wenn du die verkaufst oder anbietest jemand anderem, bekommst du 50% Provision. Da kann es sich manchmal gar nicht lohnen, eigene Produkte aufzusetzen, weil du hast ja gar keinen Kostenfaktor für die Produktion, sondern die Dinger sind ja sozusagen komplett fertig. Auch das funktioniert. Nächste Möglichkeit, also du merkst, ich habe hier richtig viel Content, richtig viele Möglichkeiten zusammengetragen. Freelancer werden, also online dich und deine Dienstleistungen anzubieten. Das kann sein in Form von, dass du für jemanden textest, das kann sein, dass du Webseiten screens, das kann sein, dass du Social-Media-Beiträge erstellst. Das können die unterschiedlichsten Dinge sein. Das heißt, auch hier wieder zu überlegen, welche Dinge kannst du und zu überlegen, wer braucht das, was du kannst. Und das miteinander zu matchen, ist eine ganz, ganz simple und einfache Möglichkeit, wirklich hinzugehen, seine eigene Arbeitsleistung für Geld eben anzubieten. Das können auch kleine Auftragsjobs sein, das können auch Recherchejobs sein. Es gibt explizit viele Seiten,
wo du dich darüber informieren kannst. Also es gibt Seiten, da kannst du Freelancer-Jobs, Freelancer-Map, keine Ahnung was. Es gibt endlos viele Seiten. Schau dir diese Seiten mal bitte unbedingt an. Gibt es ganz, ganz viel. Nächster Punkt, E-Mail-Marketing. Also das heißt, dass du versuchst, eine E-Mail-Liste aufzubauen, indem du zum Beispiel bestimmte Freebies anbietest. Also du sagst zum Beispiel, okay, ey, holt euch meinen kostenlosen Leitfaden, so machst du einen Kugelschreiber zu einem Laser. Keine Ahnung was. So, und dann gibt es diesen E-Mail-Funnel, der dahinter hängt, wo du den Leuten dann E-Mails sozusagen sendest und in den E-Mails versuchst du ein Produkt oder eine Dienstleistung oder was auch immer von dir oder von einem Affiliate-Partner anzubieten. Also es ist eigentlich ein bisschen so eine Kombination, aber es geht darum, dass du dir quasi eine Datenliste aufbaust, die irgendwann Wert hat und dann vielleicht komme ich auch zu dir und sage dann zu dir, hey, hör mal, ich gebe dir 1000 Euro, wenn du an deine E-Mail-Liste folgende E-Mail versendest. Nächste Möglichkeit. Zwei Tipps zum Ende. 1. Social-Media-Kanäle aufbauen. Klingt suspekt, aber wenn du ein Nischenthema hast, dann kannst du dieses Nischenthema auf TikTok, auf YouTube, auf Insta, wo auch immer promoten und kannst Videos und Inhalte zu diesem Thema erstellen. Dann wird es Firmen geben, die das spannend finden. Also, du bist der Experte für Socken, du bist der Experte für Kugelschreiber, du bist der Experte für Haare, keine Ahnung was. Such dir ein Nischenthema raus, von dem du Ahnung hast. Erstelle Inhalte für dieses Nischenthema und versuche, diese Reichweite, die du damit hast, immer weiter zu vergrößern, weil dann kannst du später potenzielle Platzierungen verkaufen und bist quasi eine Influencer. Letzter Tipp, ganz simpel, eBay. Ich finde, das ist manchmal total unterschätzt, aber wenn ich bei meiner Oma durch die Bude laufe und manchmal sehe, was da so im Keller rumliegt, dann sind da echt ein paar Sachen bei, die man verkaufen kann. Da brauche ich mir nur Gary Vaynerchuk und den Garage Sale angucken, also Sachen, die in der Garage verkauft werden. Und Dinge zu finden, die ich dann eben online anbieten kann und dann eben mit zusätzlichen Einnahmen eben anbieten kann. Du hast 10 Möglichkeiten und es gäbe noch mehr. Wenn du vorhast, dich selber selbstständig zu machen, wenn du vorhast, dir ein eigenes Business aufzubauen, dann empfehle ich dir an der Stelle wirklich von Herzen unser Durchstarterprogramm. Wir haben ein Durchstarterprogramm zu einem Teufelspreis aufgesetzt. Ich verlinke dir das mal hier unten drunter, wo du alles bekommst, was du für eine Selbstständigkeit brauchst. Von Businessplanvorlagen, Kalkulationsvorlagen, wie du gründest, Rechtsform, Versicherung, alles, was du wissen musst, ist pickepacke voll in diesem Programm drin. Ich verlinke das hier unten drunter und würde mich freuen, wenn es dir an der einen oder anderen Stelle weiterhilft. Welche Möglichkeiten kennst du denn noch? Welche Möglichkeiten hast du schon ausprobiert? Mit welchen Möglichkeiten hast du schon Geld verdient? Schreiben Sie das doch mal bitte hier unten in die Kommentare und drücken Sie auf Like, auf Herzchen oder was auch immer. Würde mich freuen. Schön, dass du zugeschaut hast.